Die Schwenk- und Neigekamera kann beliebig ausgerichtet werden, um den gewünschten Blickwinkel zu erhalten. Außerdem ist ein Zoom integriert. Mithilfe der Software IP Search auf der CD können wir die Kamera im Netzwerk suchen. Bei Bedarf kann die IP modifiziert werden, damit sie zum gleichen IP-Bereich gehört, wie es Router und PC vorgeben. Mit Klick auf Web öffnet sich die Kamera dann im Internet Explorer. Loggen Sie sich mit den Zugangsdaten ein und schon erhalten Sie das Bild. Das können Sie jetzt schwenken und neigen. Auch Zoomen ist mit der Kamera möglich. Bei Bedarf kann das Bild gedreht und gespiegelt werden. In unserem Fall ist das Bild bereits gedreht, da sich die Kamera nicht an der Decke, sondern auf dem Tisch befindet. Der mobile Zugriff ist über eine App möglich, die PPNet Cam heißt. Hier fügt man eine neue Kamera hinzu. Entweder scannt man die ID an der Kamera oder man sucht die im Netzwerk und dann hat man das Bild, kann dann im Touchscreen auch die Richtung verändern, in der sich die Kamera bewegt. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de.